Der heutige Fleischkonsum ist umstritten und führt zu Diskussionen. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat dazu beigetragen. Ein wertvolles Lebensmittel wurde zum preiswerten Massenprodukt. Die Entscheidung, ob Fleisch und Fleischprodukte in die eigene Ernährung gehören, steht jedem Konsumenten offen. Wer aber Fleisch essen und trotzdem nachhaltig konsumieren möchte, sollte sich über einige Punkte Gedanken machen. Die Tierhaltung ist wohl der wichtigste Punkt, der alleine aus Ethik gegenüber dem Lebewesen, das auf dem Teller landet, berücksichtigt werden sollte. Dass Produkte aus der Industrietierhaltung in vielen europäischen Ländern und in Übersee ohne Einhaltung von Tierschutzgesetzen mit Leistungsförderungsmitteln hergestellt werden, kann jeder Konsument heute ohne großen Aufwand wissen, so er daran interessiert ist. Auch die Informationen, wie sich dies auf die Gesundheit und Umwelt auswirkt, sind verfügbar. Beim Einkauf kann man sich informieren, aus welcher Quelle das Fleisch stammt. Dies bedeutet aber etwas mehr Aufwand, als sich durch hübsche Bilder auf der Verpackung beeindrucken zu lassen. Regionale Produkte oder der Einkauf direkt beim Produzenten gewinnen immer mehr Beachtung. Als Argument wird hier oft der hohe Preis guter Produkte genannt. Dies lässt sich jedoch durch einen reduzierten Fleischkonsum, nicht jeden Tag ein oder sogar mehrmals Fleischprodukte, ausgleichen. Innerhalb kurzer Zeit haben Empfehlungen zur Gesundheit den Fleischkonsum massiv beeinflusst. Nur mageres Fleisch sei gesund. Dies führte dazu, dass sogenannte Edelstücke vermehrt nachgefragt werden und die preisgünstigeren Fleischstücke vielfach verschmäht werden. Dies widerspricht den Regeln, die früher völlig normal waren. Wer Fleisch isst, isst alles vom Tier. So also auch Hackfleisch, Speck, Stücke, die eine längere Kochzeit benötigen und auch mal eine Wurst. Das verhindert, dass teilweise praktisch die Hälfte eines geschlachteten Tieres nicht in die menschliche Nahrungskette gelangt, sondern im besten Fall zu Hunde- oder Katzenfutter verarbeitet oder im schlimmsten Fall zu Biogas wird. Auch der subventionierte Export von unbeliebten Nebenprodukten, zum Beispiel nach Afrika, ist theoretisch nicht korrekt. Es entzieht den Landwirten dort die Lebensgrundlage, weil sie nicht so preisgünstig produzieren können. Auf dieser Grundlage ist ein vertretbarer Fleischkonsum möglich. Und es mag altmodisch sein, aber einen Schritt zurück zum Sonntagsbraten würde eher nutzen als schaden. Dies wäre ein Zeichen gegen die Massenproduktion von Billigfleisch, denn Fleisch aus Freilandhaltung ist ökologischer, nachhaltiger und zum Wohl der Tiere.